speziell Intro für ein Video. Heute gibt's krasse Action. Lisa Maria! Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, was steht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf Maximilian. Alter, ein neuer Tag mit mir im Hause Maximilian. Die kleinen verantwortungslosen, verhaltensgestörten kleinen Piffern. Ich habe mit mir selber geredet, aber ihr könnt es auch nicht ganz in Ordnung sein, wenn ihr meine Vlog schaut. Das nochmal zu dem. Freunde, wir sind hier und was machen wir? Arbeiten, Vlog schneiden, natürlich. Aber auch ein straffes Programm des heutigen Tages rigoros durchziehen. Heute ist ein besonderer Tag, ich hätte fast die Scheibe angehauen. Jedes Mal denke ich mir, heute ist ein besonderer Tag. Das Rare Fashion Store Opening findet im ersten Bezirk in Wien statt. Ehemaligen Plus Ami Store, also ehemalig da auch, wo M&M verkauft wurde. Wird aber nicht mehr verkauft, sondern nur mehr bei Hype Needs. Gell? Wenn ihr M&M kaufen wollt, könnt ihr zu Hype Needs gehen. Ist noch ein bisschen Ware, by the way. Kommt dann noch vor der Kollektion. Die, äußere ich zuerst. Nein, ich will jetzt nicht drüber reden, aber es kommt keine Sommerkollektion. Ich will jetzt wirklich nicht. Es gibt andere Dinge zwischen. Im Kurzen und Ganzen, die Kollektion kommt aus Gründen später. Wird so wie anfangs auch geplant eine Herbstkollektion, weil so, ich mag jetzt nicht drüber reden. Ich mit positiver Energie in den heutigen Tag starten. Wir treffen auf einige Leute, die wir auch zum Teil noch nie gesehen haben, wie den Andy von Andy und Klöch, mit dem wir heute auch fett saufen im Fugger gehen. Ich freue mich schon extrem, ich habe schon Tisch reserviert. Aber eigentlich null Bock abzustürzen, weil ich aktuell wieder so gut im Training bin. Mein Leg Day gestern, ich zeige eine kurze Sequenz. Komplett zerrissen. Noch mehr Gewicht als das letzte Mal. Also ich bin voll dabei. Voll dabei. Dann gehen wir heute zu dem Opening. Vorher gibt es aber noch ein fettes Workout. Und zwar die Brust wird heute zerlegt. Dementsprechend gibt es auch jetzt die. Ich habe einen Finger einzwingt. Überall diese Drecks. Fliegen. Ich Volltrottel lerne nicht aus meinen Fehlern. Was habe ich gemacht? Den Müskübel wieder nicht ausgehört, bevor ich wegkomme. Und jetzt habe ich überall heute schon wieder die Arschlöcher. Verdammt nochmal. Boah, was ist denn los? Vorher hatte ich noch Energie, aber jetzt... Wir holen uns die Energie zurück. Wichtig, Leute, deswegen gibt es die Booster-Szene. Fokussieren und versuchen durch hohe Aggression... Durch hohe Aggression und wahllos gesteuerte Energie zu einem Energielevel zu kommen und das nach draußen zu bringen. Meine Nachbarin. Und das machen wir durch die einzigartige Booster-Szene. Nein, das war noch zu wenig. Booster-Szene. Heute, deswegen sparen wir es auch schon so viel an, wird die unfassbare Brust zerstört. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Das leckt euch. Nein, ich brauche kurz Luft. Spaß war der Shaker. Ihr habt mir geschrieben, ihr findet dieses ausführliche Workout ganz nice, deswegen nehme ich euch heute mit zu meinem Brustworkout. Und der Wunsch, denn der Brust zu größer machen, wenn ich schon dabei bin? Besten Nahrungsergänzungsmittel im Game. Wollt ihr eine ordentliche Brust haben, dann gibt es natürlich nur eines. Die Implantate. Fett, Proteine reinhauen von Neosubs. Und vor dem Training gibt es jetzt mal eine ordentliche Portion EAA. Gespaltene Proteine, ganz gut vor dem Training. Weil dadurch, dass die gespalten sind, werden die viel schneller verstoffwechselt wie ganze Proteine, als Aminosäuren sind. Ja, deswegen Aminosäuren vor dem Training sehr, sehr essentiell. Deswegen auch essentielle Amino-Acids. Na, nee, ist leichter, da wird eine Krümmung gemacht. Na, passt. Okay. Scheiße, das ist laut. Scheiße, das ist laut. Na, super. Wer sich nicht so plagen will wie ich, löst das einfach so, wie es sich gehört, in 400 ml Wasser. Wer so faul ist wie ich und sich gerne geißelt, der macht so. Gut, für die Booster-Szene brauchen wir was? Eine ordentliche Portion Booster. Ich hab den noch nicht probiert. Das ist der Gear Pump Booster. Mango Zango Flavor. Mongo Bongo Flavor, ja. So wie der Typ da vorne ausschaut. Der Unterschied zum Gewalttätigkeit-Booster ist Kreatinol-O-Phosphat. Fragt's mich nicht, keine Ahnung. Wir schauen einfach, ob er mehr fetzt oder nicht. So, was soll ich da jetzt für eine Inhaltsstoffstudie machen? Schau ich aus wie der Breaking Bad, schau ich aus wie eine Chemikalie oder was? Ja, sicherlich nicht. In Chemie war schlecht. Warum? Weil es nicht interessant ist. Chemie ist alles. Chemie ist Gift. Wenn ich in Volksgarten gehe, schau mir die Gesichter an, da siehst du, dass die Chemie Gift. Giftlapartie. So. Riechen du das schon mal gut? Ich glaube, man soll ihn auch nicht riechen. Das ist nichts zum Zahn. Das ist zum Schlucken. Gut. Empfohlene... Bist deppert, da stoppt's aus. Empfohlene Dosis... 2 Messlöffel. Okay. Zwei. 4. Bist du deppert, das war ein fettes Löffel. Fast.
Den werde ich ganz dringend gebrauchen, weil meine Beine sind so fertig von gestern. Ich merke es heute noch. Ich habe 10 Stunden schlafen müssen. Ein richtiger Couch-Potato. Und da sind wir schon durch. 1, 2, 3, Schlüsselbandel um den Hax. Und man braucht die Könertaschen. Ich bin ein Hardstyler. Hardstepper, Charmstyler, Shuffle-Tänzer, Kappelträger, Move-Bocher. Einfach nur ein cooler Kocher. Was ist da los? OG-Vlog. Einfach ein OG-Vlog. Bam, Alter. Perfekt. Fürs Opening ein super Tagerl ausgesucht. Die Sonne scheint, bunte Farben überall. DLG-GPD, Beyond, die ganzen Stefan-Anhänger draus. Voll leiwand. Depper dann, weil ich irgendwas filme daheim. Okay. Das hat's nicht gewohnt, hein? Vlogger. Hallo, ich bin's, der Vlogger. 50 Meter vom Trainingspot. Jetzt wird der Booster reingefetzt, damit er sich dann direkt nach dem Warm-Up bemerkbar macht. Ich bin so müde. Ich bin froh, dass ich da viel reingehauen habe. Wenn man so viel reinhaut, ist halt der Geschmack auch noch intensiver. Und wenn man Mango nicht so mag, dann hilft die Zango Mango auch nichts mehr. Ich würde gerne sagen, dass es lecker war, aber haltet euch an die... Ja, wurscht, komm, geh mal. Hallo, servus, danke. Jetzt. Und jetzt, Freunde, sind wir bereit für die Brustoperation? Ich meine, ganz ehrlich, jetzt unter uns, welchen Mann gefallen nicht... Große, schöne, stehende Brüste. Grüß euch, Schweinsberg. Witzige Anekdote aus dem Gym, Leute. Natürlich gibt es da auch Leute, die mich nicht so gut leiden können. Klassiker. Und vor kurzem habe ich gehört, dass einer von besagten Leuten zu einem Kumpel von mir gegangen ist und gesagt hat, kennst du diesen einen? Und er fragt, ja, welchen einen? Und dann hat er mich beschrieben. Und genau das finde ich lustig. Er hat mich nämlich folgendermaßen beschrieben. Dieser eine Aufblasene, der eigentlich eh nicht so aufblasen ist, der immer stöhnt beim Trainieren. Alter, scheiße. So werde ich beschrieben, wie peinlich ist das. Okay, wie auch immer. Wir machen jetzt kurz das Warm-Up, ein fetzter Booster rein. Dann gehen wir zur ersten Übung. Aber ihr kennt den Drill schon. Alles außer Latt wird Stepper gemacht. Boah, ich habe jetzt gerade mal meinen Warm-Up gemacht. Ich bin so am Arsch. Ich muss sogar die Schwierigkeitsstufe runterstellen. Weiß nicht, der Zahl abkommt, was ist los? Würde ich keinen Vlog machen, dann würde ich jetzt switchen auf Cardio. Du musst echt auf deinen Körper hören und wenn der sagt, das geht halt nicht, dann ist es unmöglich, Dinge halb zu machen. Also ich meine, aber ich gehe halt fort, morgen gehe ich nicht trainieren, Sonntag vielleicht wieder. Und ich habe einen Vlog mit, also werde ich trotzdem durchziehen. Mal schauen, was rauskommt. Im Aufwärmen sind wir aber noch nicht fertig. Ganz wichtig bei mir ist Schultern aufwärmen. Alles, wo die Schulter belastet wird, muss ordentlich bei mir aufgewärmt werden. Deswegen konzentriert die Muskelgruppe anspannen. Das ist das ein Punkt. Wenn die Adern rauskommen und du merkst, bist du einfach nur durchs Aufwärmen schon spürbar, dann machst du das richtig. Folgende Übungen mache ich, zeige euch das im Schnellplan. Zuerst einmal seitliches Armheben. Bewusstes seitliches Armheben. Konzentrieren beim oben anspannen, gell? Dann Arm kreisen, gegen gleich, vorwärts, rückwärts. Handgelenke aufwärmen, so. Dann noch hinteren Rücken aufwärmen. Zur ersten Übung, Incline Press an der Maschine. Jetzt kommen wahrscheinlich die Fragen, Maxl, was ist mit Bankdrücken? Bankdrücken ist für Männer, warum machst du das nicht? Weil ich Mädchen bin. Genau an der Stelle, es macht mir keinen Spaß, ich habe einfach Schmerzen, das geht nicht gut. Ich kriege 100 Kilo sechsmal rauf, aber es tut einfach weh. Ich habe davor nur Kurzhanteltraining gemacht, weil ich bei Kurzhantel einfach viel mehr Stabilisatoren brauchst und deswegen das Ganze einfach anstrengend ist. Jetzt habe ich aber umgeswitcht, jetzt mache ich vor dem Kurzhanteltraining da auf Maximalkraft, also eine schwere Übung. Ich mache natürlich am Anfang zum Aufwärmen mal 20 Wiederholungen und dann von 14 runter auf 12, 10, 8. Das ist meine erste schwere Übung, deswegen jetzt gutes Warm-Up und leicht im Gewicht. Let's go. Next Step Seilzug. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen. Ich habe jetzt mehr Tratsch, das eigentlich aufgewärmt. Erster Aufwärmsatz, 20 Wiederholungen. Wichtig bei der Ausführung, bei der Übung, Schultern zusammen, Hohlkreuz, Brust heraus und konzentrieren uns wirklich nur auf die vordere Brustkette. Erst. Hat das wieder nicht gefilmt? Ja, geschissen. Ich habe nicht gefilmt die ersten paar Male. Hallo, ich bin's, der Vlogger. Aber jetzt folgt der erste Trainingssatz. 90 Kilo oder so. Gut, das waren jetzt relativ lockere 14 Wiederholungen. Können wir gleich auf 100 gehen. Und dann machen wir 12. 12 wäre gut, vielleicht wäre es auch live. Ich habe mich aber voll verrechnet und mir gedacht, fuck, wieso bin ich so stark? 15 und 15 plus 10 und 40. Das waren nur 90 und waren nur 10 Wiederholungen. Also ziemlich schwach. So, ich habe jetzt noch einen Satz gemacht, der war noch schlechter als der andere. Also heute ist einfach richtig kacke. Ich gehe jetzt direkt zu den Kurzhanteln, haue mich auf die Schrägbank und mache einfach Dropsätze, bis die Brust komplett auslässt. Dann gehen wir zum Seilzug.
gute Drop-Sätze waren ganz okay. Aber ich habe einfach während den Sätzen gegähnt und war müde und so. Also heute ist echt nicht mein Tag. Gibt's auch ganz normal. So, vorletzte Übung. Butterflies. Sehr gut für die seitliche Brustmuskulatur. Wichtig ist natürlich auch da wieder die Ausführung. Da werden wir jetzt noch ein bisschen anrauchen. Das ist, glaube ich, nicht viel zu erklären. Und dann kommt endlich die letzte Übung. Arg, aber so wenig Bock hatte ich noch nie auf ein Training, glaube ich. Ich denke, waschen lassen. Nächster Schritt, Kabelzug nach unten, folgende Übung, Kabelzug von unten nach oben. Wie man da schon sieht, wird die obere Brust angespannt, das macht dann ziemlich viel Volumen und dadurch kriegst du dann auch, sieht man gleich, das Brustmuskulatur, wenn du einen leichten Ausschlag trägst. Die hier beansprucht wird, geht in einen Strang nach unten, macht dann auch seitlich die Breite aus. Wenn du auf der Seite drauf schaust, schaust massiv aus. Sehr wichtige Übung, mag ich sehr, sehr gerne. Von unten nach oben raufziehen und wirklich schauen, dass man nur die Brust anspannt, also nicht Bizeps oder sonst irgendwas. Ausführung wieder mal wichtig. Ich habe alles gemacht, was ich mindestens machen muss und bin angepisst. Fertig, ja. Heute war scheiße. MAM Vienna. Genau, .com. Schönen Tag, mach's gut. So, made it, Freunde. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hätte wirklich auf Cardio geswitcht, wenn ihr nicht dabei. Aber solche Trainings können auch dazu. Ganz ehrlich, wirklich, lasst euch nicht entmutigen, wenn ein Training mal richtig scheiße läuft. Das war halt kein Aufbautraining, das war ein Erhaltungstraining. Und die sind auch wichtig. Und ja, ich geh jetzt was essen und vielleicht mache ich noch ein Powernap. Ich bin echt, echt müde. Made it. Ich will nicht mehr. Son, Alter, ich war echt den ganzen Nachmittag schlafen. Es ist schon 8 und auch noch in der Badewanne mit chinesischer Entspannungsmusik und Kerzen und so weiter. Keine Ahnung, das habe ich anscheinend einfach braucht. Bin jetzt fertig, ich bestelle das Uber, mache mich auf den Weg. Outfit ist am Start, ich habe das neue MEM Polo an. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Freunde, die Waschung ist crazy einfach. Wir haben jetzt ein halbes Jahr da herumgeschissen. Hier distressed, auch noch, ja, ich zeige es euch dann in der offiziellen Vorstellung. Aber das ist mein Outfit für heute. Gallery Department, dazu die Louis Vuitton Sneaker, die kann ich sofort genannt ziehen. Und ja, ich habe mir nochmal einen kurzen Nagellack gemacht. 9 fucking Minuten, seit diese Arschloch-Taxifahrer irgendwie den Dreck gewonnen haben, da jetzt irgendwie Anspruch haben, dass die Fahrer sind. Was ist? Es dauert wieder ewig, es kostet das Doppelte, es geht man nur auf die Erwig. Da haben wir es wieder geschafft, dass wir den Fortschritt aufgehalten. 10 Minuten, ich wohne im Zentrum von Wien, hat es auch. Entschuldigung, korrigiere, 11 Minuten. Das kostet das Dreifache. Ich fahre jetzt in die Krugerstraße. Was zahle ich statt 6 Euro? 18 Euro. Und mit was für einem Tandler fahre ich da? Toyota Prius oder was? So wie Kreuzfuß, gell? 200 Jahre später, Alter. Hallo, servus. Ja, Max. Ich bin aber nicht. Dann muss ich ins andere. Und natürlich ins falsche. Alles aus. Sind Sie für Max da? Aber hier ist XL. Hast du XL bestellt? Ja, drum ist so teuer. Ja, das war schon vorher eingestellt. Super, danke. Man sieht jetzt schon da vorne, dass ganz schön viel los ist. Also da stehen die ganzen Leute an. Schauen wir mal, wer schon alle da ist. Ja, dann holen wir uns gleich mal was zu trinken. Boah, ich hoffe, ich wirke nicht wie ein Alkoholiker. Was geht? Jawohl. Ich hab mir gerade heute überlegt. Ich weiß noch, als wir damals das erste Mal Kontakt hatten. Das war auch schon lange her, Mann. Ja, es war noch auf Tinder, oder? 400 Kilometer Entfernung. Ich war der mit dem Riesen. Vor allem, was ich einfach ein Tipp. So, wenn ihr so Grinder seid, probiert ihr mal zu verhüten. Weil ihr wisst nie, was abläuft. Ja, Verhütung ist wirklich nicht so wichtig. Die meisten... Nein, fuck, es geht nicht. Ich wollte schon sagen. Fetter Style, nice Lederjacke dazu. Was, Mann? Geil. Schön. Richtig steif, so richtig so. Die ist richtig steif. Oh, was machst du da? Ich bin Modeszener, deswegen bin ich da. Du offensichtlich nicht, oder? Ja, Spaß. Grüß euch. Hallo, grüß dich, Max. Hi, Bella. Bella, hallo. Hi. Guten. Hey, ich muss in den Store reinschauen eigentlich. Warst du schon drin? Natürlich, ja, du hast was zu trinken. Superstore. Ja, ich hab das eh schon gesehen. Wir waren im Store, haben viel Scheiße gearbeitet und ich habe ein bisschen was eingekauft. Ich kommentiere, ehrlich, offen und ehrlich. Unbedingt. Burger habe ich reserviert alles. Machen wir. Ich habe auch ein paar Freunde gecheckt. Wichtig und richtig, die Freunde. Weibliche Freunde gecheckt. Die lieben wir. Ja, aber respektieren wir auch. Ey, normal, ich stehe für Frauenrecht. Offiziell Intro vom Video, heute gibt's krasse Action. Ja, heute wird es eskalieren. Ich habe schon Angst, ganz ehrlich. Hallo Daniel. Er fragt mich gerade, ob ich heute trinke. Ich glaube, du bist schon Angst auf, oder? Es gibt keine Gläser mehr. Selbst ist der Mann, keine Sorge. Zwei unanständige junge Herren. Los, Rico! Warte, das ist der Vlog im Blau. Hey, cheers. Also. Kann man machen. Du merkst es schon an der Qualität. Kurzer Swatch auf die... Ja, und ihr merkst es auch an meiner Aussprache. Wir haben schon ein bisschen was getrunken. Look. Wir haben gerade ehrenlos zerfetzt. Wir sind, rare fashion, wir sind nice so, wir sind so komm in rein. The camp. Ah, nochmal, okay. Komm.
du Wichser. Eine Flasche haben wir schon getrunken. Wo ist unser Gin Tonic? Gin Tonic? Also ausgetrunken, hä? Scheiße. Ich hole einen neuen. Das glaubt mir kein Mensch. Einfach eines noch. Oh, der ist aber auch nice. Der ist auch chillig, aber den hat Mahan schon. Feier ich auf jeden Fall. Ja, wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Grüß dich. Hotdog, du bist ein richtiger Hotdog. Eingekehrt, Regina Margarita. Nicht trainiert. Fett, was sie bestellt. Weil ich schon ein bisschen eskaliert. Einen Kollegen am Kragen. Ja, ihr wisst, wie ich bin. Wie hat dich die Mami noch zum Abschied geküsst? Na, bring's mir gleich zwei bitte. Ja? Wir fahren mit einer an und haben die zweite direkt am Start. So dekadent, der Herr. So dekadent. Ah, Schweiß, alles geschenkt hier. Freunde, alles in 100 Euro ist geschenkt. Perfekt. Rosé schmeckt am besten, wenn Andy zahlt. Ja, gut. Alle coolen Kids machen das. Los. Wie das hab ich süß. Du auch, komm. Ich hab noch nie geraucht. Ich bin clean, cool und clean. Vorher hat er mir noch Pferdeschmerzmittel angeboten und jetzt auf einmal raucht er nicht. Kita ist mein Leben, Bruder. Das ist das Feinste. Der feinste Italiener im ersten Bezirk und wir sind die Ärgsten. Entschuldigung. Ich hab einen Puff. Ey, Puppe. Boah, in dem Winkel schaut so hübsch aus. Deine Nasenlöcher sind riesig. Freunde, falls ich die Neosubs-Kooperation noch nicht drin habe, die besten Nahrungsergänzungsmittel bei Neosubs minus 10% mit dem Gutscheincode Chef einfach. Freunde, Frauen sehr unsympathisch, denke ich, Fotograf, auf Gott. Ja, sie glauben, er ist einfach Fotograf, oder so wegen seiner Cap. Scheiße, Mann, Frau, einfach gottlos. Boah, ich bin so der Letzte, der so gottlos aus Club wegspawnt. Auf einmal sehe ich es auf Toilette, so küssen die sich und so shit. Ich so, oh shit. Diesen Fisch muss ich schon fangen. Er macht alles richtig. Warum sind so viele Leute im Volksgarten immer? Sind alle wegen dir da, wegen deinem Vlog. Ja, danke schön, dass ihr alle herkommt und den Umsatz für ihn da lasst. Ich krieg kein Geld davon. Ich muss sogar meine Flaschen alleine zahlen. Warum muss ich eigentlich, ich mach so viel fucking Werbung, warum muss ich eigentlich noch was zahlen für Alkohol? Ja, ja. Ja, warum? Ja, ich kann's machen. Wie geht's deinem iPhone aktuell? Ich hab's noch immer. Geht ihm sehr das gut. Das Gleiche. Dasselbe, ja, aber ich werde es noch behalten. Ob mich interessiert. So Leute, der Tag der Abreise ist gekommen. Der Testosteronrücken wird noch ein bisschen massiert. Der verschwitzte Testosteronrücken. Oh, der ist wirklich verschwitzt, mein Bruder. Für Ende geht's jetzt nach Hause. Zürich. Wird die Schweiz wieder unsicher machen. Wir haben uns natürlich gefreut, dass er da war. Der danke, Vlog kommt wahrscheinlich im Winter nach Plan. Frohe Weihnachten, Freunde. Gut, ja, gut Start noch, ja. Na, aber auf jeden Fall lustig. Schaut bei Andy vorbei. Er macht auch Vlogs in der Infobox. Ein bisschen lustiger als der. Das ja. Du bist ein guter Dog. Warum bist du so... Du bist ein guter Dog. Warum bist du so ein guter Platz machen Hund? Du bist auch guter Dog. Brav. Ja, Freunde, das Wochenende drauf habe ich natürlich ein bisschen Ruhe gebraucht, war in Gmunden, ich bin auch jetzt wieder da und habe dort aber die Kollektion Insomnia beendet. Es ist alles in Auftrag gegeben, schon in 2 Wochen findet der Pre-Drop statt für alle jene, die sich im Vorhinein schon was sichern wollen, die fix was bekommen wollen und ja, ist alles fertig, ich freue mich, seid auf alle Fälle gespannt, kommt noch alles am Hauptkanal. Ja, super lustiges Wochenende gewesen mit Andy, war witzig, ihn mal kennenzulernen, aber auch Soran kennenzulernen, der Chef von Vested, alles mega entspannte, lustige Kerle. Ich hoffe, man hat gesehen oder man hat es auch im Video beim Zusehen Spaß gehabt. Wenn es war, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Seid ihr beim Billionaires Club, abonniert diesen Kanal, schickt das Video gerne weiter, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne, Freunde, das ist von mir der Rie. Und der Wunsch, den der Brust zu größer machen, wenn ich schon dabei bin.